Guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mensch und Medizin. Wir sind heute zu Gast an der Klinik im Städtedreieck in Burglengenfeld und wir werfen einen Blick auf die Kardiologie hier an der Klinik bzw. auf die Herzinfarktbehandlung. Doch zunächst wollen wir Ihnen einen kleinen Überblick über die Klinik im Städtedreieck geben. Die Asklepios-Klinik im Städtedreieck in Burglengenfeld befindet sich zurzeit im Wandel. Seit einigen Monaten ist die Generalsanierung der Klinik in vollem Gange. Sie ist erforderlich, weil sich die Medizin natürlich laufend weiterentwickelt. In Burglengenfeld will man daher in Räumlichkeiten, aber auch in moderne Techniken investieren. Selbstverständlich haben die Patienten während dieser Zeit keine medizinischen Einschränkungen zu befürchten. Die Schwerpunkte der Klinik liegen in den Bereichen Anästhesie, Allgemein- und Viszeralchirurgie, Gefäßchirurgie, Innere Medizin und Unfallchirurgie. Das war also ein erster kurzer Überblick über die Klinik im Städtedreieck. Und jetzt wollen wir Ihnen die Kardiologie bzw. das Herzkatheterlabor etwas genauer vorstellen. An der Kardiologie in Burglengenfeld behandeln die Ärzte das komplette Spektrum der nicht-invasiven wie auch der invasiven Kardiologie. Das heißt, vom EKG über das Belastungs-EKG und Ultraschalluntersuchungen des Herzens bis hin zu Herzkatheteruntersuchungen, dem Einbringen von Stents und der Einpflanzung von Schrittmachern. Hierfür steht an der Asklepios-Klinik im Städtedreieck ein Herzkatheterlabor zur Verfügung. Im Herzkatheterlabor geht es mal primär um die Diagnostik der koronaren Herzerkrankung, sprich im Herzkatheteruntersuchung. Das ist letztlich eine Röntgenuntersuchung, die in einem minimalinvasiven Verfahren über die Leiste durchgeführt wird, bei der ein dünner Katheter, so ein kleiner dünner Schlauch zum Herzen vorgeschoben wird, über den ein Kontrastmittel injiziert wird und letztlich in einer Röntgenuntersuchung die Herzkranzgefäße angeguckt werden, ob dort Engstellen sein sollten. Mithilfe des Kontrastmittels können diese Engstellen sichtbar gemacht werden. Im Idealfall werden vorhandene Engstellen während der gleichen Untersuchung beseitigt mit einem sogenannten Stent, also einer Gefäßstütze, die verhindert, dass an dieser Stelle wieder neue Engstellen in den Herzkranzgefäßen entstehen. Um die Behandlung von Herzinfarktpatienten zu optimieren, ist die Asklepios-Klinik im Städtedreieck mit anderen Ärzten und Kliniken der Region optimal vernetzt. Ein Herzinfarkt-Netzwerk ist eigentlich die organisatorische Antwort auf die Gefährlichkeit des Herzinfarktes. Beim Herzinfarkt weiß man, dass durch jede Stunde Verzögerung 10% mehr Patienten sterben. Also muss man eine Organisation schaffen, dass Patienten so schnell wie möglich ins Krankenhaus mit Herzkatheterlabor kommen. Und da schließen sich die Krankenhäuser überall in der Bundesrepublik zu solchen Netzwerken zusammen wie hier. Ja, und bei mir ist jetzt Herr Dr. Möller. Schön, dass Sie sich kurz Zeit genommen haben für uns. Wir konnten ja gerade schon einen kleinen Einblick in Ihre Arbeit bekommen. Sie sind noch gar nicht lang in Burglengenfeld. Konnten Sie sich denn schon ein bisschen einleben, sei es jetzt hier bei uns in der Umgebung oder aber auch an der Klinik? Ja, ich bin als Norddeutscher begeistert von der Gegend hier. Das ist sehr, sehr schön. Bin sehr freundlich aufgenommen worden. Und habe die ersten Tage eigentlich damit verbracht, bei dem heißen Klima Badeseen zu finden, wo man baden kann. Und das ist sehr schön hier. Zuletzt waren Sie 8 Jahre als Chefarzt in Nienburg tätig. Hier an der Klinik besetzen Sie jetzt eine Position, die es vorher noch gar nicht gab. Was sind denn Ihre Aufgaben und haben Sie sich irgendwelche Schwerpunkte gesetzt? Die Hauptaufgabe ist die Behandlung des akuten Herzinfarktes. Viel wird hier in der Klinik schon gemacht, das Katheterlabor ist vor mir schon da gewesen, es sind Kollegen dort, die Expertise haben und viel gemacht haben. Aber was jetzt passieren soll, ist die Einrichtung einer Herzkatheterbereitschaft, dass wir jederzeit Tag und Nacht zur Verfügung stehen, um Herzinfarkte sofort behandeln zu können. Wie muss man sich dann diese Herzkatheterbereitschaft denn vorstellen? Herzkatheterbereitschaft bedeutet, dass der Notarzt vor Ort bei einem Patienten mit Brustschmerzen sagt, der muss sofort in die Klinik und kathetert werden. Dann lösen wir sozusagen roten Alarm aus. Die Katheterschwester kommt, auch wenn es nachts um 2 ist. Wir kommen, führen die Herzkatheteruntersuchung durch. Da wird örtliche Betäubung in der Leiste, nur ein kleiner Eingriff. Und man kann relativ einfach an das Gefäß und das verschlossene Gefäß wieder eröffnen. Sie sind ja ein ausgewiesener Experte zum Thema Herzinfarkt. Was können denn Patienten tun, dass es gar nicht so weit kommt? Was kann aber auch die Medizin heutzutage leisten? Ein Problem ist, dass die Patienten in dem Alter, wo sie noch viel tun können, bevor sich die Erkrankung der Herzkranzgefäße entwickelt, dass die Patienten wahrscheinlich diese Sendung gar nicht schauen werden, sondern
Man muss die Risikofaktoren vermeiden, man darf nicht rauchen, muss Cholesterin einstellen, Blutdruck einstellen, Zucker. Und man muss gucken in die Familien, wo viele Herzinfarkte passiert sind, also wo Vater, Mutter, Onkel Herzinfarkte hatten, die muss man genauer untersuchen und die Risikofaktoren einstellen, damit es möglichst gar nicht zu dieser Katastrophe kommt. Und was kann die Medizin tun heutzutage? Wir können früh die Risikofaktoren erkennen und teilweise mit Medikamenten behandeln, teilweise durch Lifestyle-Änderungen, dass gesund gegessen wird, dass Ausdauersport gemacht wird. Das ist ganz, ganz wichtig. Ausdauersport bis ins hohe Alter ist ganz wichtig. Das sind so die Methoden, wo man mit so gar nicht erst zum Katheter kommen muss. Allerdings, wenn Beschwerden auftreten und wenn der Infarkt da ist, dann sind wir gefragt hier im Herzkatheterlabor. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Sollte es dennoch zu einem Herzinfarkt kommen, was passiert dann mit dem Patienten hier an der Klinik in Burglengenfeld? So kurz wie, so schnell wie möglich auf den Herzkathetertisch und so schnell wie möglich das Gefäß wieder eröffnen. Ja? Und das ist ein Eingriff, man denkt, das ist sehr kompliziert. Es ist in der Tat für den Geübten relativ einfach und eine sehr dankbare Aufgabe. Der Patient kommt mit Beschwerden, es geht ihm schlecht, es ist lebensgefährlich. Viele Patienten versterben am Herzinfarkt. Und man eröffnet das Gefäß und es bleibt ein Herz zurück ohne Schaden. Also man kann damit vermeiden, dass Herzschwäche entsteht und man kann die Sterblichkeit des akuten Herzinfarktes deutlich senken durch diese Methode. Eine letzte Frage vielleicht noch. Bei welchen Symptomen sollte der Patient sagen, jetzt muss ich schleunigst in die Klinik, weil ich könnte einen Herzinfarkt haben? Brustschmerzen in der Mitte der Brust oder links ist das Typische, die über 20 Minuten anhalten. Das ist ganz wichtig. Aber auch Beschwerden, Rückenschmerzen, Schulterschmerzen, es gibt auch so untypische Lokalisationen. All das, was heftig auftritt, auch Luftnot, Schweißausbruch, dann sollte man nicht warten. 112 anrufen und sofort Kontakt mit dem Notarzt suchen. Es ist ganz wichtig, dass man auch nachts nicht sagt, ich will hier keinem zur Last fallen, sondern wenn Beschwerden auftreten, die nicht mehr aufhören, dass man sich sofort an die 112 wendet. Herr Dr. Möller, vielen Dank, dass Sie sich kurz Zeit genommen haben. Und wir machen jetzt eine ganz kurze Pause und sind aber gleich wieder für Sie da.